Moinsen und herzlich willkommen zu einem weiteren Event der Schwarzbierbude. Heute auf einem etwas nebligen Zug Huber Circle mit dem Toyota AE86T, wobei das T für Tune steht, also etwas schneller als die Standardvariante. Aber dennoch, wie man an der Aerodynamik erkennen kann, nicht unbedingt das schnellste Gefährt. Langsamere Autos auf kleinen Strecken versprechen ja immer sehr, sehr viel Rennaction, von daher können wir gespannt sein, was uns erwartet. Schauen wir doch gleich mal rein. Da geht's auch schon los. Stan erstmal voraus. Uwe Joll direkt dahinter, aber kommt sehr schlecht weg. Johnny geht direkt vorbei. Und jetzt ist auch Max Grip an ihm vorbei. Uwe Joll verliert gleich zwei Plätze, obwohl. Na, in der ersten Kurve kann er sich eventuell noch gegen Uwe behaupten. Gegen Max Grip meine ich, sorry. Aber nein, Max Grip übernimmt vorerst Platz 3. Aber Uwe bereits wieder neben ihm. Alle Fahrer scheinen unversehrt davon gekommen zu sein. Keiner hat sich großartig gedreht, alle noch in der Linie. Und Voss geht hier im Kampf mit Oliver Beuys, der etwas schlecht aus der Kurve rauskommt. Fosgate jetzt mit der Chance an Oliver Beuse vorbeizugehen. Aber Oliver Beuse ist auf der Geraden doch erheblich schneller als er. Und kann den sechsten Platz vorerst behaupten, direkt hinter McFab. Jetzt Max Grip auf der Innenseite. McFab jetzt gegen Max Grip. McFab scheint vorbeigehen zu können. Jawohl, er ist vorbei. McFab übernimmt Platz 4. Und Max Grip fällt vorerst auf Platz 5 zurück. Und jetzt Schnapalla versucht sich hier an Max vorbeizuschieben, aber schafft es nicht ganz. Und Uwe kommt hier sehr weit nach außen, eröffnet das Fenster für McFab und McFab berührt da Uwe und Uwe dreht sich hier fast ein wenig. Verliert dadurch gleich mehrere Plätze. Der große Gewinner davon Max Grip, der hier gleich zwei überholen kann. McFab vorbei an Uwe und jetzt auch Oliver Beuse vorbei an Uwe. Uwe aus der auf der Außenbahn kann nicht kontern. Uwe fällt auf Platz 6 zurück und da jetzt gleich mehrere Autos neben der Strecke. Und Uwe fällt noch weiter zurück auf Platz 7 mittlerweile. Voss geht jetzt auch von ihm vorbei. Ich habe da jetzt nicht genau mitbekommen, was genau passiert ist, warum da mehrere Autos in der Strecke waren. Auf jeden Fall Max Grip erstmal wieder auf Platz 3, Oliver Beuse auf Platz 4 und McFab auf Platz 5. Dahinter Fosgate auf der 6 und Uwe auf der 7 mittlerweile. Und Uwe scheint hier doch relativ große Probleme zu haben. Er schwenkt ziemlich hin und her.
Laptop zu warten, ob er sich noch fangen kann oder ob das hier ein eher aussichtsloses Rennen für den Toyota-Piloten wird. Jedenfalls Stan und Johnny vorneweg, dahinter Max Grip mit etwas Abstand dahinter. Danach die Gruppe um Oliver Beuse, McFab, Fosgate, Uwitscher, Schnapphaller, Max Speed, Werner Uwe, Midländer, Big Clayman, Hannes Robert, Nick und Dirty Driver. Bislang noch kein Fahrer mit einem schweren Fahrfehler. Der einzige Fahrfehler bislang von Uwe, beziehungsweise der einzige Quastdreher von Uwe, der hier von McFab etwas gedreht wurde, fast schon, könnte man sagen. Mehrere Plätze verloren und leichte Beschädigungen am Auto deswegen. Und wir haben den ersten verheerenden Fahrfehler. Dirty Driver scheint sich ganz hinten gedreht zu haben. Er verliert sehr, sehr viel Zeit auf Nick. Midländer hier mit einem kleinen Schwenker in der ersten Kurve verliert Zeit auf Werner Uwe. Wird nur etwas dauern, bis er an ihm dran ist. Und Fosgate versucht sich hier etwas neben McFab reinzubremsen, aber schafft es nicht ganz. Währenddessen kriegt die Zweiergruppe vorne Gesellschaft. Max Grip holt langsam aber sicher immer weiter auf Stan und Johnny auf. Da vorne war jemand neben der Strecke. Max Grip hier etwas neben der Strecke gewesen. Aber nichts Verheerendes passiert. Lediglich ein paar Hundertstel auf Stan verloren. Mac fährt jetzt hier im Windschatten, aber er schafft es, dem Oliver Beuse anscheinend festzusetzen, der hier etwas zu weit nach außen gekommen ist. Aber er ist nicht ganz perfekt aus der Kurve rausgekommen. Oliver Beuse deswegen weiterhin auf Platz 4, aber weiterhin von McFab sehr hart bedrängt.
Und vorne hat sie etwas getan. Das haben wir völlig verpasst. Johnny ist an Stan vorbeigekommen. Johnny ist tatsächlich an Stan vorbeigekommen, der hier anscheinend sehr viele Probleme hat. Neben der Strecke, und Max Kritt geht auch an ihm vorbei. Stan verliert gleich zwei Plätze. Und er scheint langsamer unterwegs zu sein als die anderen. Ich bin mir da nicht sicher, was genau passiert ist. Sein Auto sieht noch relativ feiler aus, von daher gehe ich mal nicht davon aus, dass er irgendwo angeschlagen ist. Nun, wie sich das jetzt weiterentwickelt, das bleibt abzuwarten. Jedenfalls Stan auf Platz 3 zurückgefallen, Johnny übernimmt die Führung, dahinter Max Grip. Und Johnny schafft es jetzt langsam, aber sicher, sich vom Hauptfeld abzusetzen. Stan mittlerweile wieder etwas näher am Max Grip rangerückt. Dahinter der Zweikampf zwischen Oliver Beuysse und MacFab. Gefolgt von Fosgate, Uwe, Stapala, Max Speed, Midlander, Werner Uwe, Big Clayman, Hannes Robert, Nick und ganz hinten Dirty Driver. Der aber nach seinem Fahrfehler auch wieder relativ nah an Nick rangekommen ist. 2 Sekunden Abstand zwischen den beiden letzten. Und Oliver Beuysse ist ziemlich bedrohlich nah an Stan dran. Und schlägt hier gegen Stan an und dreht ihn. Oliver Beuysse mit dem und Stan disconnected. Ei, das ist natürlich nicht unbedingt so optimal. Oliver Beuysse hätte hier auf ihn gewartet, wie es die Bullenregel eigentlich auch von ihm erwartet. Aber Stan so gefrustet, dass er direkt aufgibt und disconnected. Schade, schade für Stan. Der hier eigentlich auf der Pole und aus relativ guten Rennen gestartet ist, allerdings dann mit einem Fahrfehler, wie es aussieht, zurückgefallen ist und nun von Oliver Beuysse gedreht wurde. Mal ganz weit nach hinten. Dirty Driver mittlerweile schon relativ nah an Nick rangekommen. Hier wird es bald in den nächsten Runden zu einem Überholversuch des Dirty Drivers kommen. Und währenddessen Uwe Schör im Kampf gegen Fosgate auf der langen Geraden.
Uwe Jör scheint sich hier behaupten zu können. Jawohl, Uwe Jör bin Platz 4. Foskate damit auf Platz 5 zurückgefallen. Bleibt abzuwarten, ob er in der nächsten Runde kontern kann. Und ein kleines Update von hinten, Dirty Driver mittlerweile an Nick vorbei. Übernimmt damit Platz 13. Nick ist relativ weit hinter Dirty Driver bereits zurückgefallen, wahrscheinlich mit einem Abflug. Nick anscheinend mit einem Abflug, Dirty Driver übernimmt damit Platz 13. Und ist auch bereits 3,5 Sekunden hinter Hannes Röbert. Also Dirty Driver scheint hier eine kleine Aufholjagd zu starten. Und Frost geht hier sehr weit nach außen, aber kann das Auto abfangen. Und Oliver Beuysse bedrängt jetzt hier Max Speed. Versucht sich neben ihm festzusetzen, aber schafft es nicht ganz. Aber jetzt eventuell auf der Geraden, wenn er aus der Kurve gut rauskommt. Nein, es reicht nicht ganz. Währenddessen ist der Dirty Driver nur noch eine halbe Sekunde hinter Hannes Röbert. Wir erwartet doch jetzt eine kleine Aufholjagd von ihm. Und Hannes Röbert hier anscheinend mit großer Mühe das Auto unter Kontrolle zu halten. Kann hier gerade noch so einen Dreher verhindern. Und Dirty Driver muss abbremsen, damit er ihm nicht reinknallt. Jetzt auf jeden Fall beide nebeneinander auf der Geraden. Dirty Driver auf der Innenseite, wird er an ihm vorbeikommen können? Hannes muss sehr... Und Berührung zwischen den beiden. Hannes lässt ihn mal nicht genug Platz auf der Innenseite. Da hätte es fast einen Abflug gegeben von den beiden. Hannes hat wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass Dirty da tatsächlich noch auf der Innenseite ist. Zieht ihm da voll die Tür zu und kracht in ihn rein. Es hat auf jeden Fall beiden Fahrern sehr viel Zeit gekostet, allerdings keinen nennenswerten Schäden und keinen nennenswerten Dreher oder Abflug von beiden. Dirty Driver immer noch hinter Hannes. Wird aber demnächst vorbeikommen, so wie es aussieht, denn er ist ja doch deutlich schneller unterwegs.
Und währenddessen Uwe und McFab ebenfalls im Duell. Und wie es aussieht hier schon mit den ersten Überrundungen. Tatsache, Johnny, der mittlerweile fast 6 Sekunden vor Max Grip liegt, überrundet hier bereits die ersten Fahrer. Johnny, der im Qualifying noch über Setup-Probleme geklagt hat, scheint hier erstmal allen auf und davon zu fahren, wie es aussieht. Und Dirty Driver hier mit einem Schwenker. Hannes Röbert sehr weit außen, anscheinend auch mit einem Fahrfehler. Kann Dirty Driver jetzt auf der langen Geraden an ihm vorbeiziehen? Nein, es reicht wieder nicht. Hannes bleibt noch vor Dirty. Wie lange wird sich Hannes noch vor ihm halten können? Das wird hier die große Frage sein. Währenddessen gucken wir weiter nach hinten. Uwe Schör, gefährlich nah am McFab rangekommen. Kann daraus aber kein Kapital schlagen und bleibt erstmal wieder auf Platz 4. Und beide Fahrer müssen aufpassen. Durch ihre Zweikämpfe kommt natürlich jetzt auch Fosgate an die beiden ran. Uwe Schör scheint es hier außen versuchen zu wollen, aber es reicht nicht ganz und nun muss er aufpassen. Fosgate nicht sehr weit hinter ihm. Uwe kreuzt die Linie, versucht sich jetzt rechts neben McFab festzusetzen. Nun aus dem Windschatten heraus auf der Innenseite. Es reicht nicht ganz. McFab bleibt hauchdünn immer noch vor Uwe. Währenddessen sehen wir hier etwas weiter hinten das Duell zwischen Oliver Beuße und Max Beat um Platz 7. Und Uwe bedrängt den McFab hier. Immer wieder versucht er an ihm vorbeizukommen. Und das setzt einen Fahrer natürlich auch unter Druck. McFab wird hier größte Schwierigkeiten haben, die Konzentration zu halten. Und da stehen anscheinend die nächsten Überrundungen an. Jawohl, da wird fair Platz gemacht. Dirty Driver ist das hier, in dem Fall. Der natürlich jetzt etwas Vorsprung auf Hand, etwas Rückstand auf Hannes Röbert einbüßt, aber Uwe Schör scheint jetzt hier nochmal einen Versuch gegen McFab gestartet zu haben, aber dieser blieb noch erfolglos. Ich bin gespannt, wie lange McFab das hier durchhalten kann. Denn Uwe Schör macht jetzt hier ordentlich Druck hinten. Zwischen Hannes Herbert und Fosgate scheint da ein Überrundungsvorgang nicht ganz so geklappt zu haben. Fosgate verliert etwas Zeit auf Uwe Schör und McFab. Und jetzt Uwe Schör im Windschatten. Kann er diesen nutzen, um an McFab vorbeizugehen?
Nein, es reicht wieder nicht. Und währenddessen ist Dirty Driver an Hannes Röber dran, allerdings Hannes kann sich immer noch vorne halten. Guckt man nun wieder weiter nach vorne, Uwe Jörn mittlerweile wieder im Windschatten von McFab, aber nein, das wird nicht reichen. Ist Dirty Driver auf der Innenseite eventuell? Nein, er steckt zurück. Und Uwe bleibt an McFab dran. Und der McFab wird hier schwitzen wie sonst was, meine Damen und Herren. Aber Uwe jetzt mit dem kleinen Schwenker und... Nein, kein Dreher, aber er verliert sehr, sehr viel Zeit auf dem McFab. Der hier durchatmen wird, auf jeden Fall. Der wird froh sein, dass Uwe jetzt erstmal ein paar Runden hinter ihm bleiben wird. Und keinen weiteren Druck auf ihn ausüben wird. Denn ich bin mir nicht sicher, ob er das noch weiter durchgehalten hätte. Wir haben eine Entwicklung, Hannes Röberts in Runde 24 hält an die Box. Bereits wieder draußen, kann sein, dass er sich neue Reifen geholt hat, da er ja mit vielen stehen gebliebenen Reifen hier unterwegs war. Und damit natürlich Dirty Driver vorbei an Hannes. Wir haben gerade einen Disconnect gehabt, wie es aussieht. Und nein, nur ein Lag. Max Grip anscheinend hier mit einem Lag unterwegs, denn er war kurz vom Screen verschwunden. In der Zwischenzeit hat sich Uwe Schör bereits schon wieder an McFab rangekämpft. Die Waschenaufpause für ihn erstmal vorbei, denn jetzt muss er sich wieder verteidigen. Und Hannes Röber schon wieder an der Box? Okay. Und McFab hier mit einem kleinen Schwenker. Uwe Schör immer noch sehr dicht neben ihn, aber kann diesen Fahrfehler noch nicht nutzen. Scheint auch nicht ganz aus der Spitzkehre gut aus der Spitzkehre rauszukommen. Dadurch der Abstand immer noch etwas zu groß, um sich in den Windschatten ranzusaugen und den eventuellen Angriff auf McFab zu starten. Uwe wieder sehr dicht aufgefahren auf McFab, aber schafft es wieder nicht, sich dem hinzusetzen und vorbeizukommen. Nur wie bereits gesagt, er muss aufpassen, direkt hinter Uwe. Also Uwe muss aufpassen, denn direkt hinter ihm ist Fosgate bereits und lauert nur auf einen Fehler von einem der beiden. Sollte einer der beiden Fahrer hier einen Fehler machen, ist Fosgate sofort zu Ort und Stelle, um diesen Fehler gnadenlos auszunutzen. Und jetzt könnten wir eventuell einen Angriff sehen. Uwe jetzt im Windschatten von McFab. Das reicht nicht ganz und währenddessen weiter hinten Oliver Beuys gegen Max Speed. Und McFab jetzt mit einem Schwenker. Uwe könnte sich jetzt innen festsetzen. Aber nein, es reicht wieder nicht.
Und Oliver Beuys schafft es auch nicht, an Max Speed vorbeizukommen. Es bleibt alles wie gehabt. McFadden auf Platz 3, Uwe auf Platz 4, Fosgate auf Platz 5. Und weiter hinten Max Speed auf Platz 7 und Oliver Beuys auf Platz 8. Da vorne scheint es einen Überholvorgang, einen Überrundungsvorgang zwischen Max Grip und jemand anderem zu geben. Max Grip überrundet Nick hier. Und Oliver Beuys jetzt genau hinter Max Speed. Max Speed versucht Kampflinie zu fahren, versucht die Innenseite zuzumachen. Und schafft es auch erstmal. Oliver Beuys immer noch hinter Max Speed. Und wir haben hier einen Boxenstoppler, der allerdings nicht ganz gut zu gehen scheint. Mittländer hier mit Problemen an der Boxeneinfahrt. Musste den Rückwärtsgang einlegen, um in die Boxengasse überhaupt reinzukommen. Mittländer jetzt an der Box, allerdings mit sehr viel Zeitverlust, aufgrund dessen, dass er einfach die Einfahrt nicht getroffen hat. Währenddessen Uwe wieder sehr hart im Zweikampf gegen McFab. Kommt hier etwas über das Gras, aber es scheint ihn wenig zu interessieren. Aber jetzt Fosgate könnte eventuell jetzt diesen Schwenk. Und was war das denn? Fosgate kracht hier den Dirty Driver hinten rein. Der mit einem harten Abflug. Und nimmt hier noch den McFab mit, der hier anscheinend in die Boxengasse einbiegen wollte. Was war das denn gerade? Uwe und Mac fährt mit seiner Box, genau wie Johnny. Johnny an der Box, der Spitzenreiter an der Box. Aber was war das denn gerade? Foske kracht hier dem Uwe hinten rein und der wiederum allem Anschein nach in Mac fährt reingerasselt aufgrund des Drehers. Auf jeden Fall kommen jetzt die ersten Boxenstops rein, gegen Hälfte der Renndistanz. Johnny auf Platz 7 wieder raus. Genau hinter Werner Uwe. Und dann sind die beiden im Zweikampf. Johnny auf frischerem Reifen gegen Werner Uwe, der noch nicht in der Box war. Werner Uwe kommt jetzt sehr weit nach außen, kann Johnny eventuell das ausnutzen. Jetzt auf der langen Geraden im Windschatten. Werner Uwe geht bereits nach innen, macht die Innenbahn zu. Währenddessen die nächsten Boxenstops, Schnapphaller und Oliver Beuys und jawohl, Johnny geht locker an ihm vorbei und Werner Uwe scheint hier ebenfalls an die Box zu gehen. So ist es, Werner Uwe ebenfalls an der Box. Und Johnny spürt es wieder weiter nach vorne auf Platz 4 momentan. Jetzt nach und nach alle Fahrer an die Box. Und nun noch der aktuelle Spitzenreiter Max Grip an der Box. Und jetzt wird's spannend. Kann Johnny wieder an ihm vorbeiziehen? Fosgate übernimmt erstmal die Führung, aber der muss schließlich auch noch an die Box. Max Speed ebenfalls noch nicht an der Box. Und nun kommt Johnny. Johnny kommt auf Start und Ziel. Max Grip steht immer noch in der Box. Und da haben wir. Und Johnny kommt sehr weit nach außen. Dreht sich ja fast, aber kann den Wagen noch kontrollieren und kommt an Max Grip vorbei. Genau. Aber wer genau war das da gerade? Der. Dirty Driver anscheinend. Dirty Driver hier mit einem sehr schweren Fahrfehler an der Boxeneinfahrt. Verliert nochmal sehr, sehr viel Zeit, aber auf Platz 11 erstmal an der Box. Also Johnny erstmal wieder vorbei am Max Grip, der nun wieder aus der Boxengasse rausgefahren ist und etwa 10 Sekunden Abstand auf Johnny hat.
Wir haben jetzt hier kurze Bildstörungen anscheinend. Alles sehr viel heller, als es eigentlich sein sollte. Eventuell, wenn ich die Kamera umschalte. Und jetzt nochmal versuchen, am Post-Post das Filter was zu drehen. Nein. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal mit diesem völlig überlichteten Bild erstmal weitermachen. Uwe scheint den Boxenstopp für eine Reparatur genutzt zu haben, denn er ist doch relativ weiter zurückgefallen. Er ist auf Platz 7 erstmal zurückgefallen. McFab und Fosgate noch relativ weit vor ihm. Also Uwe anscheinend mit längeren Reparaturarbeiten. Aber Max Speed immer noch nicht an der Box. Die Frage ist, wie lange kann Max Speed das hier noch halten? Schnapperler hier sehr weit nach außen. Wer ist da hinter ihm? Oliver Beusel. Scheint sich hier wieder einrunden zu wollen. Die Frage ist, lässt Schnapperler ihn wieder einrunden oder muss hier Oliver Beusel die Brechstange rausholen und eventuell die Gefahr, das Risiko eingehen, hier einen Crash zu verursachen? Und Max Speed jetzt an der Box und Johnny übernimmt wieder die Führung, wie zu erwarten. Nur noch Max Grip an ihm vorbei. Ebenso wie Fosgate. Auch McFab und Schnapperler kommen an Max Speed vorbei. Schnapperler bereits sehr, sehr dicht auf McFab wieder drauf. Max Speed kommt aus der Box. Etwa 2,5 Sekunden vor Uwe Jör und da vorne hätte sich fast einer gedreht, das war Hannes Rabatt, der hier auf Platz 13 unterwegs ist. Nun aber gleich von Max Speed und Uwe Jör überrundet wird. Und weiter vorne fängt jetzt Schnapperler langsam an, McFab zu bedrängen. Er ist mittlerweile sehr, sehr dicht auf ihn drauf.
Und Schnappala hier sehr weit nach außen kommen. Kann den Schwung aus der letzten Kurve nicht ganz nutzen, um einen Angriff auf McFab zu starten. Und McFab wird sich hier denken, ja toll, erst hatte ich einen Uwe an der Backe und jetzt den Schnappala. Kann er das nur kurz einen Tritt weiterfahren? McFab auf jeden Fall mit einem kleinen Fehler und Schnappala versucht das jetzt hier auszunutzen. Er ist auf der Innenbahn, aber nein. McFab schafft es noch vorbeizuziehen und seinen vierten Platz zu verteidigen. Nun aber gehen beide auf die lange Gerade. Und die Frage ist, kann Schnappala das jetzt ausnutzen? Kann Schnappala jetzt im Windschatten sich gegen McFab behaupten? Dahinter ist Oliver Beussel, der hier wohl doch einen Ticken schneller unterwegs ist, als es den Anschein hat. Die Frage ist, lässt der McFab und Schnappala hier gewähren oder wird er sich einmischen und versuchen, sich wieder einzurunden? Und Schnappala hier mit einem kleinen Schwenker und da steht einer. Big Clayman steht hier und verliert sehr, sehr viel Zeit. Währenddessen Uwe Tschör gefährlich nahe Max Speed dran. Ebenso wie Schnappala weiterhin an McFab. Und McFab wieder mit einem kleinen Schwenker. Also man merkt, er kommt hier definitiv unter psychischen Druck. Macht immer wieder kleinere Fehler, die ihm ein paar Hundertstel kosten. Oliver Beussel wird sich hier ärgern, denn er scheint hier doch etwas schneller unterwegs zu sein als die beiden, die sich hier bekriegen. Wir sehen hier das Duell und Max Speed gegen Uwe Tschör. Und Max Speed ist hier anscheinend etwas neben die Strecke gekommen. Beim Überholvorgang von Big Clayman könnte etwas da schiefgelaufen sein. Jeweils Uwe jetzt vorbei an Max Speed. Jedenfalls, was ich gerade gesagt habe, Oliver Beussel wird sich hier ärgern. Er scheint doch schneller zu sein als die beiden, die sich hier bekriegen, McFab und Schnappala. Nur das Einrunden hier ist unglaublich schwer, denn er kann wohl kaum erwarten, dass die beiden sich, die hier gerade in einem engen Zweikampf sind, hier irgendwie Platz machen werden. Und das ist natürlich auch die Frage, riskiert man es oder riskiert man es nicht? Und Schnappala scheint hier etwas besser aus der letzten Kurve rausgekommen zu sein. Versucht sich jetzt im Windschatten ranzusaugen, ist jetzt neben McFab, aber nein, er steckt wieder zurück. Er kann auf der Geraden die Lücke nicht ganz schließen, aber jetzt vielleicht Schnappala neben McFab und er geht erstmal vorbei. Schnappala vorbei erstmal an McFab, der hier offensichtlich in der letzten Kurve nicht optimal rausgekommen ist. Und Schnappala direkt da, um das auszunutzen. Schnappala jetzt vor McFab. Und Oliver Beussel fast mit einem Abflug aus der letzten Kurve. Er war sehr, sehr weit nach außen gekommen.
Jedenfalls Chapalla vorbei an McFab und kann McFab jetzt kontern oder fährt Chapalla ihm davon? Momentan sieht es eher danach aus, als ob Chapalla ihm davon fährt. Der Abstand bereits fast eine Sekunde. Auf der Geraden wird es jedenfalls nichts werden. Chapalla hat doch zu viel Vorsprung erstmal rausgefahren, als dass McFab auf der Geraden kontern könnte. Und ja, es sieht ganz noch aus, als ob Chapalla hier ganz klar schneller ist als McFab. Und sieht ganz danach aus, als ob er ihm hier auf und davon fährt. Und Oliver Beusel ist immer noch innen dran. Oliver Beusel könnte sich immer noch an McFab vorbei zurückrunden. Die Frage ist, lässt McFab ihn vorbei oder nicht? Und wie lange kann Oliver Beusel sich gedulden? Wie lange wird es dauern, bis er die Brechstange raushaut? Und Uwe Schör, jetzt mit Riesenschritten in Richtung Platz 5, kommt jetzt doch bedrohlich nah bereits am McFab ran. Und McFab droht jetzt hier ein weiterer Platzverlust. Oliver Beusel macht jetzt fair Platz, lässt Uwe gewähren und da haben wir jemanden neben der Strecke. Den Nick. Nick neben der Strecke. Der Letztplatzierte lässt jetzt auch zwei weitere Fahrer vorbei. Und ich denke mal, angesichts des Abstandes auf Hannes Ribbert wird er auch nichts mehr versuchen, hier noch großartig was zu reißen. Ich denke, er wird froh sein, wenn er das Rennen hier über die Bühne gebracht hat. Jedenfalls Uwe Schör kommt immer näher an McFab ran. Und McFab droht jetzt nach Platz 4 auch Platz 5 zu verlieren. Scheint jedoch klar langsamer zu sein als Chapalla und Uwe. Uwe ja mit einem etwas längeren Reparaturstopp. Und scheint auch hier ganz klar schneller zu sein. McFab auf jeden Fall hier der Gejagte dieses Rennens. Jetzt bereits der dritte, der an seine Haustür anklopft. Der wird sich nach diesem Rennen auch echt sagen, ach Mensch Leute, könnt ihr mich nicht einfach mal in Ruhe lassen? Konstant unter Druck gesetzt von seinen Hintermännern. Und jetzt Uwe könnte es eventuell auf der langen Geraden versuchen. Der Abstand weniger als ein Zehntel ist bereits neben McFab auf der Innenbahn. Und sauber, er kommt vorbei. Uwe übernimmt damit erstmal auf Platz 5 und ja, McFab fällt auf Platz 6 zurück. Und hat hier immer noch den Oliver und Uwe mit einem sehr krassen Quersteher, aber kein Dreher, vielleicht nur Zeit. Zeit, die McFab eventuell für einen Konter nutzen kann. Doch nein, es scheint nicht zu reichen. Uwe behält Platz 5. Und McFab immer noch auf Platz 6. Wird weiterhin von Oliver Beusel bedrängt, der sich sagen wird, Dude, jetzt lass mich doch endlich vorbei. Und langsam dürfte eben der Geduldsfaden reißen. Versucht es jetzt eventuell auf der Geraden. Ist bereits neben McFab
Und es sieht so aus, jawohl. Oliver Beuysse rundet sich wieder ein und wird froh sein, dass er ihn endlich überholt hat. Und McFadden muss jetzt aufpassen. Hinter ihm Max Speed kommt mit einem Affentempo ran. Ist in der ersten Kurve in und kann, wie es aussieht, an ihm vorbeiziehen. Jawohl. McFadden verliert einen weiteren Platz. Mittlerweile auf Platz 7 zurückgefallen und Max Speed übernimmt vorerst Platz 6. McFadden anscheinend doch hier sehr, sehr langsamer unterwegs als die anderen Fahrer. Ich kann nicht genau sagen, woran das liegt, ob jetzt die ständigen Zweikämpfe ihn psychisch so zermürbt haben, dass seine Konzentration völlig am Ende ist und er nur noch Gülle fährt, oder ob das eventuell doch an gewissen Beschädigungen liegt, die er nicht repariert hat, um Boxenzeit zu sparen. Und nun wieder sehr weit nach außen gekommen. Also McFadden scheint hier mit den Nerven doch relativ am Ende zu sein. Kein Wunder, nach dem konstanten Druck, der auf ihn von hinten ausgeübt wurde. Wird er froh sein, wenn er das Rennen jetzt hier heil über die Bühne bringen kann. Das Feld momentan relativ weit auseinandergezogen. Nutzen wir die Gelegenheit, um einen Blick auf das Gesamtklassement zu werfen. Johnny mit relativ weitem Vorsprung über 20 Sekunden vor Max Grip. Obwohl, nein, das war ein Anzeigenbug. Wie es aussieht, sind da wohl doch nur gute 12 Sekunden, die er vor Max Grip liegt. Jedenfalls sehr weit vom Max Grip und er scheint das hier lässig zu Ende fahren zu können. Doch relativ überraschend, denn er hat im Qualifying immer noch über Setup-Probleme geklagt. Und seine Qualität war auch nicht ganz konkurrenzfähig zu den anderen Top-Fahrern. Nur er scheint hier doch die etwas schnellere und konstantere Rennpace hinzunehmen zu können. Deswegen momentan ganz klar verdient auf Platz 1 unterwegs. Etwas weiter dahinter, Max Grip. Kommt hier sehr, sehr weit nach außen, aber kann das auch nur noch abfangen. Verliert nur etwas Zeit auf seinen Hintermann Fosgate. Dahinter auf Platz 4 Schnapphaller. Und auf Platz 5 schließlich Uwe Jörg, der ja vor seinem Boxenstopp ein kleines bisschen abgeschossen wurde. Und deswegen die Zeit nutzen musste, um die Reparaturen durchzuführen und deswegen weiter zurückgefallen ist, als er vor seinem Boxenstopp tatsächlich war. Hat jetzt hier den Dirty Driver überrundet, der auf Platz 11 liegt. Und nun aufpassen muss, denn von hinten nähert sich langsam Oliver Beuysse. Ist jetzt eine Sekunde etwa hinter Dirty Driver und scheint hier der schnellere Fahrer zu sein, denn die Lücke schließt sich doch relativ fix. Jetzt nur noch eine gute halbe Sekunde. Und wenn er jetzt hier gut rauskommt, kann er bereits auf der Geraden einen Angriff starten. Jetzt noch nicht, aber Oliver Beuysse auf jeden Fall. Und Dirty Driver geht jetzt sehr, sehr weit nach außen. Oliver Beuysse auf der Innenbahn, kann er das nutzen? Jetzt auf Start und Ziel beide. Oliver Beuysse einen Hauch vorne auf der Innenbahn, jetzt in die erste Kurve. Und es sieht erstmal ganz danach aus, als ob er sich behaupten kann, jawohl, Oliver Beuysse übernimmt Platz 11 und Dirty Driver fällt erstmal auf Platz 12 zurück. Oliver Beuysse ist scheinbar doch der klar schnellere Fahrer von den beiden.
jetzt ganze 40 Sekunden hinter Beklemann. Ich wage eher zu bezweifeln, dass er die Aufholjagden auch weiter fortführen kann. Denn die etwa 6 Runden, die jetzt hier noch zu fahren sind, werden wohl nicht ausreichen, um eine 40-Sekunden-Lücke zu schließen. Er kann ja noch so schnell sein. Es sei denn natürlich, Beklemann macht jetzt hier nochmal einen kapitalen Fahrfehler kurz vor Ende, der eben den 40-Sekunden-Vorsprung tatsächlich nochmal kosten kann. Der Abstand jedenfalls wächst bereits sehr, sehr schnell an, bereits 1,5 Sekunden. Ja, Oliver Beuste ist ja der klar schnellere Fahrer von den beiden. Wir sehen hier gerade eine Entwicklung. McFab relativ nah hinter Werner Uwe. McFab anscheinend mit einem Fahrfehler, denn er hat Platz 7 nun auch verloren an Werner Uwe. Das gibt es doch nicht. Haben die Zweikämpfe ernsthaft so psychisch dermaßen zugesetzt, dass er nun auch durch einen Fahrfehler den Platz 7 einbüßt? Es sieht auf jeden Fall nicht gut für ihn aus. Werner Uwes Vorsprung wächst sehr, sehr schnell an. Bereits über 2 Sekunden. McFab überrundet jetzt hier gerade den Nick, der hier fair Platz macht auf der Geraden. Kurz vor Schluss bricht McFab hier tatsächlich nochmal ein. Und Nick hier mit Problemen in der letzten Kurve, aber kann das Auto nochmal abfangen. Und McFab hier mit dem Kompletteinbruch gegen Ende des Rennens fällt sehr weit zurück. Mittlerweile nur noch Platz 8 für ihn. Wirklich schade, denn zeitweise sah es wirklich gut für ihn aus. Hier haben wir wieder den Spitzenreiter im Bild, Johnny 1337. Mit einem bequemen Vorsprung vor Max Grip. Um noch 4 Runden zu fahren. Wenn er das hier cool zu Ende fährt, sollte da nichts mehr groß anbrennen. Auf jeden Fall mit einer Überraschung, sowohl für uns als auch für ihn wahrscheinlich. Denn nach den Problemen, die er im Quali geäußert hat, scheint diesen selbst zu überraschen, dass er das jetzt hier doch relativ bequem zu Ende fahren kann. Hier und da zwar jetzt mit kleineren Schwenkern etwas neben der Strecke, aber es dürfte ihn kaum interessieren bei dem Vorsprung. Er wird sich höchstens nochmal selbst ermahnen, hier ruhig zu bleiben und den ersten Platz nicht doch noch durch einen dummen Fahrfehler wegzuwerfen.
Johnny nähert sich jetzt hier langsam Werner Uwe zum Überrunden. Und jetzt sind es nur noch zwei Runden. Und die Ergebnisse scheinen hier noch relativ sicher zu sein. Alle Abstände groß genug. Aus eigener Kraft schafft es hier kein Fahrer mehr, auf irgendjemanden aufzuschließen. Wenn sich hier noch was ändert, dann höchstens durch einen rapierenden Fehler. Jedenfalls Johnny scheint es hier relativ safe nach Hause fahren zu können. Max Grip weit abgeschlagen, erst auf der 2. Fosgate etwas weiter dahinter auf der 3. Schnapphaller auf der 4. Uwe Jör auf der 5. Max Speed auf der 6. Werner Uwe auf der 7. MacFab auf der 8. Midlander auf der 9. Big Clayman auf der 10. Oliver Beusel auf der 11. Dirty Driver 12, Hannes Robert Platz 13, Nick Platz 14. Und wir schauen wieder auf Johnny, der jetzt hier die letzte Runde gestartet hat. In der ersten Kurve noch einen schönen Drift hingelegt hat. Ob das ein Fahrfehler war oder Absicht war, um seinen Sieg zu feiern, man weiß es nicht. Aus purer Euphorie noch ein bisschen driften. Kann man mal machen. Überrundet da nochmal den Hannes Röpper, der hier in der Kurve sich etwas rausgedreht hat und durchs Gras hoppelt. Jedenfalls Johnny jetzt auf der langen Geraden, geht noch einmal in die letzte Kurve und wird das Ding hier safe nach Hause fahren, wie es aussieht. Jawohl, Johnny 1337 gewinnt hier auf Tsubasa und dreht sich hier fast nochmal auf Start und Ziel. Aber jetzt ist er durch. Johnny 1337 gewinnt hier relativ deutlich vor Max Grip, der nun auch in die letzte Kurve einbiegt. Jawohl, Max Grip auf Platz 2. Kurz dahinter kommt Fosgate auf Platz 3. Schnapphaller kommt auf Platz 4 über die Linie. Uwe Jör, trotz des kleinen Zwischenfalls an der Boxengasse, schafft es hier auf Platz 5. Max Speed etwas weiter dahinter auf Platz 6. Werner Uwe auf Platz 7. Und MacFab, dem hier gegen zweite Rennhälfte doch etwas die Nerven versagt haben, wie es scheint. Zwar etwas weiter hinten, aber dafür auf Platz 8. Kommt nun über die Linie. Und da ist es vorbei, der Server schaltet um. Die Nachlaufzeit ist zu Ende und damit verabschiede ich mich bei Ihnen, meine Damen und Herren. Macht's gut, fahrt sicher, sayonara und kappa kampai.